total still hier. Wir sind auf Gestüt Düvelskotten zu Teil 2 von Zu Gast bei Markus Hermes. Und genauso ruhig, wie er wirkt, unterrichtet er auch. Und dabei gucken wir jetzt mal einen Moment zu. Herzlich willkommen. War doch gut soweit, ne? Ab und zu noch mal so ein bisschen Stille im Genick, so gerade im Galopp, ne? Und Trab auch, dass er nicht so mitwackelt, dass er noch so ein bisschen ruhiger in der Anlehnung bleibt. Und dann versuchst du im Galopp noch mal so ein bisschen, dass er aktiver bleibt, ne? Dass er so ein bisschen mehr vor dir bleibt, dass er dann auch so ein bisschen größer vor dir bleibt und dass er in den Pirouetten dann nicht zu langsam wird. Alles klar. Sonst war das gut. Danke. Eigentlich kommt jeden Tag, gibt es irgendeine Markus-Situation. Bei uns läuft es manchmal ein bisschen chaotisch her, aber ja, das macht das Ganze auch interessant und es wird nie langweilig bei uns. Also vorm Turnierstart fängt er immer an, alles zu putzen und irgendwie wild von rechts nach links zu laufen. Und meistens hat er auch leider die Zeit nicht so ganz im Blick. Wo man dann irgendwann sagen muss, Markus, ich glaube, es wird jetzt mal Zeit, dass wir irgendwie mal loslegen. Also meistens, wenn er nervös wird, ich plaudere jetzt hier ganz aus dem Nähkästchen, wenn er nervös wird, dann ist er sehr ruhig, sehr, sehr ruhig. Und auch wenn er reitet so, ne? Also ich habe ihn nie erlebt, dass er irgendwie aufbrausend wird oder so. Das, so ein Mensch ist das nicht. Also er ist immer sehr, so, sehr ruhig und sehr bedacht, aber ja, in seiner Freizeit, da kann er auch mal... mal 5 Grad sein lassen und wir gehen auch das eine oder andere Mal zusammen feiern, also das geht schon. So, jetzt weiß ich schon sehr viele sehr interessante Dinge über dich. Ich habe gerade ein interessantes Gespräch mit Anna gehabt, wunderbar. Ich würde jetzt gerne mal nach links schwenken, Nathalie, Familie Kühn. Jetzt haben Sie den Kerl schon ein Jahr hier. Nathalie, ist das auszuhalten oder ist es wirklich schwierig? Geht gerade so. Geht gerade so. Ja, so ähnlich habe ich mir die an. Weißt du was, Nathalie, ich habe eine viel bessere Idee. Fällt mir jetzt gerade so ein. Markus, du wolltest noch da hinten den Platz abziehen. Würdest du es jetzt einmal machen? Also ich muss jetzt verschwinden, ja? Okay. So, jetzt müssen wir einmal kurz, aber nicht zu weit. Ich würde dich dann gleich noch mal herwinken. Nathalie, das finde ich jetzt ja schon ganz spannend. Du reitest ja auch bei ihm als Trainer. Wir haben gerade schon so ein bisschen Einschätzung von Anna gehabt. Wie ist er für dich? Mega streng, total geduldig, sehr detailverliebt. Ja, also er ist schon sehr geduldig, glaube ich. Kann man schon so sagen. Und auch, der geht auch immer auf einen ein und gibt immer gute Tipps. Also er ist nicht wirklich streng. Also eine gewisse Strenge ist auch gut, aber... jetzt nicht, dass man Schiss hat, in die Halle zu gehen. Im Grunde, wenn ich das mal so auf dich projizieren darf, die Eltern mögen mir widersprechen, Nathalie ist schuld, dass wir hier sitzen. Ne? Wenn sie nicht diesen Pferde-Fable in die Familie getragen hätte, wären wir jetzt nicht hier. Ja, ja. Das ist so. Das ist eindeutig so. Ja. Aber ich glaube, sagen zu können, so wie sie sich hier bewegen und wohlfühlen, ist das ein Familientraum, den wir hier gerade erleben? Ja. Ja, das ist unser Traum gewesen. Sag uns was über Markus. Hat er einen besonderen Tick? Es gibt so Reiter, die fegen eigentlich mehr, als dass sie reiten. Gibt es sowas? Fegen tut er auch gerne. Aber nee, ja, er macht ja seinen Job hier, den reitet den ganzen Tag. So einen richtigen Tick hat er eigentlich nicht. Fahrt ihr auch viel zusammen auf Turnier? Ja. Wie läuft das dann ab? Ist er einer, der gut beruhigt? Ist er einer, oder musst du vielleicht auch eher so ein bisschen gepusht werden? Wie funktioniert das? Nee, ist schon gut, wenn Papa und Markus dabei sind. Die holen mich schon runter. Die Herren beruhigen? Ja. Sehr gut. Jetzt wollen wir ihn mal selber fragen, ob er sich hier wohlfühlt. Ne? Obwohl wir das, glaube ich, schon wissen. Markus, du könntest, wenn du wolltest, fertig sein mit Abziehen da hinten. Stallgasse ist sauber, hast du ein bisschen sauber gemacht, wie fähig ein bisschen? Hier ist immer sauber. Sehr gut. Ich hatte mal gefragt, ob das so geht mit dir so nach einem Jahr. Kann man ja so ein erstes Zwischenfazit ziehen. Jetzt mal ganz kurz für dich.
hier ist es alles, wir haben gerade gehört, wichtig war Wohlfühlfaktor und klein und kompakt. Was ist für dich das Allerwichtigste hier? Warum fühlst du dich hier? Ob du dich wohlfühlst, frage ich nicht, aber warum fühlst du dich so wohl? Also das ist genau der Grund, auch warum man sich wohlfühlt, weil es eben nicht so groß ist und weil man hier seine Ruhe hat. Und ich sag mal, wir sind ja hier mit meinem kleinen Team und Familie Kühn auch alleine. Und es ist ja sehr abgelegen hier auch, mitten im Wald. Und ja, das ist einfach auch ein Ort, wo man so ein bisschen seine Ruhe hat und auch zur Ruhe kommen kann. Und ich meine, der Job ist ja stressig genug und man ist viel unterwegs. Du reitest 8, 9, 10 Pferde am Tag? Ja, auch schon mal 12. Okay, du reitest sehr viele Pferde am Tag, trainierst ja aber auch noch, nicht zuletzt hier Nathalie. Was würdest denn du sagen, was macht dich als Trainer aus? Was Nathalie dazu sagt, wissen wir schon, Anna auch. Das ist auch natürlich immer schwer, das selbst zu sagen. Aber ich mache das schon gerne, Leute zu trainieren. Also dann ist mir das auch relativ egal, also in welcher Klasse die jetzt reiten. Also ich finde, solange da so Motivation ist und auch Talent und ja, man merkt auch, dass die Leute dann dankbar sind und das funktioniert und die werden besser, das gibt einem ja auch viel zurück. Also das macht schon Spaß auch. Du bist ein Trainer mit sehr viel Ruhe und Ausstrahlung. Du hast aber natürlich auch selber Trainer. Und es gibt einen Mann, mit dem trainierst du schon sehr lange und ich glaube nach wie vor hoch überzeugt. Ja, das ist Wolfram Wittig. Wie lange trainiert ihr jetzt zusammen? Ja, seit fast 8 Jahren, glaube ich. Wird das nicht manchmal ein bisschen langweilig? Das wird nicht langweilig, weil ich habe ja verschiedene Pferde und man kommt ja auch immer wieder an Situationen, wo irgendwas nicht so gut funktioniert und da kann er eigentlich immer passend helfen. Und ich glaube, was ihn ausmacht, ist auch, dass er selbst so viele Pferde auch geritten und ausgebildet hat und das macht ihn auch aus. Also der hat wirklich ein Gefühl dafür, eine Situation zu erkennen und ja, also das funktioniert dann eigentlich immer. Witzigerweise habe ich den Wolfram mitgebracht. Ja, da er leider, wir hatten es probiert, dass er heute mit herkommt. Das wollte nicht ganz funktionieren. Aber wir haben ihn dabei. So. Markus, nach geraumer Zeit der gemeinsamen Zusammenarbeit von mir die herzlichsten Glückwünsche zu deinen herausragenden Erfolgen. Verbunden mit dem Wunsch, dass du deinen Weg weiterhin so zielstrebig und pferdegerecht fortführst, wie du ihn begonnen hast. Dazu die herzlichsten Glückwünsche. Das ist seine Message an dich. Weißt du, was ich witzig daran finde? Nein, witzig ist falsch. Interessant finde, er hat ja immer einen Schnack auf den Lippen, der Wolfram. Das ist so. Ja? Und jetzt war er aber ganz ernst und fast würdevoll. Ja. Ja, ich bin auch ein bisschen überrascht, muss ich sagen, dass das jetzt kam. Aber freue ich mich sehr drüber. Also, ich finde, das ist auch mit Wolfram, das ist auch eher eine Freundschaft geworden und das ist, der hat mir auch in vielen Lebenssituationen sehr gute Tipps gegeben, also was jetzt vielleicht nicht immer nur das Reiten betroffen hat. Ich konnte ihn immer anrufen und er stand immer hinter mir und der hat mir immer gute Tipps gegeben und auch die richtigen Tipps, also da bin ich ihm auch sehr, sehr dankbar für. Also hätte ich ihn nicht gehabt, wäre ich jetzt sicherlich nicht da, wo ich jetzt bin, das weiß ich auch und gerade was so dieses Grand Prix Reiten angibt und so, da habe ich sehr, sehr viel von ihm profitiert. Also einen dicken Gruß an Wolfram. Ja, und ein großes Dankeschön vor allem. Also. Danke auch in die Runde. Und den Markus würde ich jetzt noch mal entführen, denn so eine klitzekleine Überraschung haben wir uns dann ja schon noch ausgedacht. Noch eine. Und da würden wir jetzt mal hingehen. Okay. So, Markus, da haben wir jetzt eine weiße Fläche. Okay. Ich habe mir sagen lassen, du bist ein echter Kunstfan. Stimmt? Ein echter Kunstfan. Ich sammle jetzt keine Kunst, aber ich mag schon gerne so. Und mir wurde gesagt, du magst gerne bunt, gern so ein bisschen schrill, so ein bisschen Andy Warholig. Ich hätte vor, dass wir jetzt mal Andy Warhol spielen. Und okay. Also gemeinsam, wobei ich möchte sehr wenig dazu beitragen. Es ist ganz schlimm, meine Malkenntnisse. Also meine sind auch nicht so gut, glaube ich. Wir haben da einen Zettel liegen, da steht drin, was wir malen müssen. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Okay. Anweisung von oben, einer darf den Zettel öffnen, das machst du. Und? Was? Was? Ein Pferd. Malt ein Pferd. Ja, hallo, ich mach den Schweif. Okay. Oh je. Ein buntes. Wir machen's bunt. Ja, bunt muss sein. Es ist jetzt echt die Frage, machen wir einen Plan, sodass es nachher ein Pferd sein soll? Oder lassen wir komplett die Fantasie durchdrehen?
Ich finde da vielleicht, weil wir beide nicht malen können, sollten wir ein bisschen Fantasie behalten lassen. Das finde ich gut. Okay, Fantasie, steigendes Pferd auf dem Sprung ins Leben. Okay? Du fängst mit was an? Hinten. Okay, dann fange ich oben an. Also scheiße, wir sollten uns aber auch die Größe angeben. Meinst du, ich darf eine Ecke von deinem Tellerchen Weil irgendwie war das ja so direkt aus der Dose doch schwierig. Ich würde ab und zu mal mit reintippen, ja? Ja, mach ich. Okay, und wenn einer was anders macht, als der andere denkt, ist halt so. Also, bunt und steigend und fährt. Und wen der Schweif setzt hier an? Wen? So. Oh, ey, das ist voll der wehende Schweif. Ich finde, es ist auf jeden Fall ein Pferd, oder? Also ein buntes, abstraktes. Genau das, was wir wollten. Ich finde, das ist so gut geworden. Wir könnten es versteigern. Versteigern. Wir versteigern es. Wir versteigern es. Das ist ein Kunstwerk. Absolut, 100%ig. Wir versteigern es für einen guten Zweck. Ich habe auch schon eine Idee, wofür. Pferde für unsere Kinder. Ja. Das machen wir. Pferde für unsere Kinder. Tipptopp. Okay. Also das mit der Malerkarriere ist super gewesen. Kannst du noch mal ins Auge fassen? Falls es dann nichts mehr wird mit der Reiterei. Aber davon gehen wir nichts aus. Das ist mal ganz kurz, total feiner Übergang. Pferdesportliche Karriere, Ziele, Ausblick, gibt es sowas? Also im Moment finde ich, kann alles so bleiben, wie es ist. Also ich bin ganz zufrieden eigentlich, muss ich sagen. Wenn das so weiterläuft, alles gut. So gehabt und vor allen Dingen, du sagst ja schon, Sport ist echt dein Ding. Du warst schon mal im Bundeskader, das wäre ja schon auch noch mal wieder nett, oder? Das wäre nett, aber das ist jetzt nicht mein Nummer-1-Ziel, muss ich sagen. Also wenn das so weitergeht und ich kriege da so schöne junge Pferde und ich kann die in den Grand Prix-Sport bringen und wenn dann mal einer dabei ist, dann freue ich mich, aber das sehe ich eigentlich nicht mehr so, wie ich das mal gesehen habe. Also ich bin da wirklich, also mir macht das Spaß, mit den jungen Pferden die auszubilden, die da hinzubringen und also das ist eigentlich so mein Ding und das, was ich machen will auch. Und ich glaube, das machst du auch verdammt gut. Es macht auf jeden Fall einen Riesenspaß, dir beim Reiten zuzugucken. Das muss ich einfach mal an dieser Stelle sagen. Und es hat einen Riesenspaß hier gemacht. Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Begleiten. Schön, dass ihr da wart. Viele neue Erfahrungen, ja, nicht nur in künstlerischer auch. Hinsicht. Ich sage einfach echt mal, Markus, vielen tausend Dank. Sehr gerne. Ich hoffe, dass wir uns noch sehr häufig auf Turnieren natürlich sowieso weiterhin sehen. An dieser Stelle... Auf Wiedersehen. Das war unser zu Gast bei mit Markus Hermes. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.